meisten Tore aller Clubs erzielt. Und Sturm beginnt in derselben Aufstellung, die zuletzt gegen den LASK siegreich war, mit Haas und Vastic als Sturmspitzen und mit Roman Mehlich, der hier den ersten Schuss auf das Tor von Wolfgang Knaller abgegeben hat, als Regisseur im Mittelfeld. Die Admira, bei der Trainer Walter Knaller versprochen hat, dass man nicht allzu defensiv agieren wird, denn es hätte keinen Sinn, sich 90 Minuten hinten hineinzustellen, doch mit einer sehr, sehr dichten Abwehrkette, die den Sturmspielern die Räume in den ersten Minuten sehr eng macht. Sturm aber die spielbestimmende offensive Mannschaft in der ersten Viertelstunde. Flanke auf Vastic und da wird er von Kogler umgerissen, aber das Spiel läuft weiter. Die Proteste bei Schiedsrichter Finzinger frucht nichts. Neukirchner auf Wettel, man hat noch die Chance, aber nun vergeben und hier liegt immer noch Ivica Vastic am Boden und in der Zeitlupe werden wir gleich sehen, dass Hans Kogler bei der Ballannahme ganz klar Ivica Vastic umgerissen hat, also eine durchaus vertretbare Elfmeterentscheidung, die aber hier ausgeblieben ist. Karl Finzinger pfeift nach dem Spiel Rapid gegen Salzburg das erste Mal wieder in der ersten Division und Ivica Osim, der die Matches immer stehend verfolgt mit einer ganz besonderen Halteschlaufe, die man am Kabinendach montiert hat. Und er sieht sofort die nächste Tormöglichkeit, immer wieder links und rechts für Schwung sorgt. Wolfgang Knaller steht seit Spielbeginn im Mittelpunkt des Geschehens. Markus Schopp, heute vielleicht nicht ganz so stark wie in den letzten Spielen, scharfer Pass 1, die zur Pause mit dem Resultat nicht ganz zufrieden sind. Vorszenen, Wettel. Vielfach können die Niederösterreicher den Ball hier nur wegschlagen, sind ihrerseits nicht in der Lage oder auch gar nicht bereit, wirkliche Konterangriffe einzuleiten, aber halten sich in der Verteidigung recht geschickt. Schuss von Mehlich, geht an die Stange, wieder Pech tief. Aber man kommt zu guten Tormöglichkeiten und immer wieder findet man den Meister in Wolfgang Knall. Freistoß für die Grazer und Mario Bosch, der in dieser Sekunde ins Spiel genommen wird, führt aus. Aber die Chance ist dahin. Glück für Admira-Trainer Walter Knaller und seine Mannschaft und auch ein bisschen die Hilfe des Schiedsrichters, muss man jetzt wohl sagen. Sturm steckt dennoch nicht auf, kämpft bis zur letzten Minute, in der Rheinmeier noch eine gute Möglichkeit formieren, dass man da dauernd durchkommt und zu Chancen kommt. Wir haben gute Chancen gehabt, die hat leider der Wolfgang Knaller zunichte gemacht, leider haben wir auch welche vergeben. Was soll man tun? Müssen wir schauen, dass wir das nächste Mal wieder treffen.